Hi Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu diesem Video. Heute ist es soweit und heute am 19.09. kam das große, beziehungsweise kein Riesen-Update, es kam ein Content-Update, aber der Fortnite-Geburtstag wurde aktiviert. Ja, Freunde, Fortnite ist jetzt 6 Jahre alt in ein paar Tagen. 6 Jahre Fortnite-Battle Royale, 6 Jahre Hype um Fortnite, 6 Jahre extrem hohe Spielerzahlen. Das lässt sich natürlich feiern mit kostenlosen Items, mit Geburtstagskuchen und verschiedensten Items, die unwanted sind. Es ist sehr, sehr geil in diesem Video. Alle Infos zum Fortnite-Geburtstag. Geburtstag und viele mehr. Einmal noch im Shop ist einmal hier Bricks Borten, ein neuer Skin im Shop für 1200 V-Bucks zusätzlich, sein Hammer hier, ne, ist alles im Shop neu erhältlich, ne, könnt ihr euch kaufen, ne, dieser Skin 1200, Spitzhacke 800 ist neu im Shop diese Nacht. Dann, Freunde, wird es sehr, sehr interessant, und zwar klicken wir auf Aufträge und da finden wir die Geburtstagsaufträge, ne, My Hero Academia und so weiter, ne, denkt an alle anderen Aufgaben, auch Überlebensmedaillen, die sind auch sehr, sehr wichtig, aber Geburtstag für 6 Tage, 14 Stunden bis nächste Woche Dienstag, kleiner Disclaimer, kommt ein Riesen-Update, also wieder ein ganz normales Fortnite-großes Update und dieses Update würde wieder sehr, sehr groß ausfallen und dann wird der Fortnite-Geburtstag nach einer Woche schon wieder entfernt. Ich glaube, der war sonst immer 2 Wochen, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall eine Woche und ihr habt relativ easy Aufgaben, um euch 3 kostenlose Sachen freizuschalten. Einmal die hier eingeblendete Spitzhacke, einmal natürlich das Spray und einmal das Rückenaccessoire, ne, das Rückenaccessoire mit der Zahl 6 drauf. Ich habe von 1 bis 6 alle Teile, ne, jedes Jahr eigentlich dasselbe, ein bisschen anders designt und mit der anderen Zahl drauf, heute 6 und ihr seht hier, benutze Ballons, ist Geburtstagskuchen, lande auf der Karte während des Geburtstages, es ist easy peasy, wir springen direkt eine Runde rein und ich zeige euch die neuen Geschenke, Ballons und so weiter und so fort. Angefangen im Battlebus, Freunde, seht ihr schon mal das neue Design und zwar hier die Zahl 6, ne, wir haben wieder verschiedenste Dekorationen am Battlebus, Ballons und die Musik, die OG-Musik vom Battlebus, hört sie euch an? Jedes Jahr wieder ein Meisterwerk, der Battlebus zum 6-jährigen Geburtstag, sehr, sehr nice, mit passender Musik, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und Freunde, es gibt auch die Geburtstagskuchen wieder auf der Karte, ne, die findet ihr hier so, sehen so aus, könnt ihr natürlich essen und die bringen euch 10 Schild, könnt ihr hier einfach essen, sind tatsächlich auch Aufgaben, ne, das heißt, wenn wir auf Aufträge klicken, auf den Geburtstags hier, ist Geburtstagskuchen, haben wir jetzt schon 4 von 5, dann waren wir eh schon einmal in der Runde und kriegen gleich die erste Belohnung, so sehen die Geburtstagskuchen aus, können euch während eines Games healen und sind auch gut für die Aufgaben, um natürlich diese Geburtstagskuchen zu finden und allgemein hier ein bisschen, ja, Deko, müsst ihr einfach auf der Karte gucken, wo die sind, ihr seht es jetzt nicht auf der Karte, hier mal eine Minimap eingeblendet, bei jedem benannten Ort ist eigentlich, ja, so ein Geburtstagskuchen hier mit Stücken, ne, also hier eigentlich bei jedem benannten Ort auf der Karte ist ein Geburtstagskuchen, den ihr einfach finden könnt. Aber das war es nicht gewesen, es gibt auch Dinge, die aus dem Tresor sind, hoffentlich werden wir sie gleich mal finden und zwar, Leute, einmal natürlich die Ballons, ne, Ballons sind zurück aus dem Tresor für den Geburtstag, aber auch nicht nur die Ballons, Freunde, sondern auch die Geschenke und da hinten mockt Dr. Sloan mit uns, mal gucken, werden wir sie bestimmen, okay, da ist Sloan, GG's. Auch hier einmal bei Rumble Ruins. Da findet ihr auch, wie gesagt, bei jedem benannten Ort ein Geburtstagskuchen. Ne, mit so Ballons ist die ganze Geschichte auf jeden Fall geschmückt. Und in der Mitte dann so ein Geburtstagskuchen mit natürlich Kuchenstücke, die ihr zum Healen aufsammeln könnt. Ne? Gefällt mir sehr, sehr gut. Vor allem Geburtstag 6 Jahre alt. Ist auch echt ein krasses Datum. So, da hätten auch ein Gegner, der sich weigert, den Geburtstag hier entspannt zu feiern. Aber das war es auch mit ihm gewesen. Uiuiui, es kracht hier komplett. 1, 2, dead. Einmal so, auch dead. Und die Gegner hören ja gar nicht auf. Oh, hier ist auch noch jemand. Noch einer dead. Ey, seht ihr hier? Die feiern alle den Geburtstag mit mir. Aber irgendwie nicht in diesem friedlichen Sinne, wie ich es eigentlich gedacht hätte. Ne, Fortnite kann man aber auch sagen, sieht so wunderschön aus, ne? Also hier, vor allem das Dschungelbiom gefällt mir so, so sehr. Mit dem Regen, mit diesen Bäumen, mit den Ranken. Echt, echt sehr, sehr schön. Ei, einmal hier schön der Nachtblick in den Dschungel und einmal hier hinter. Ey, wow. Wow, natürlich Performance, FPS-mäßig seht ihr oben rechts, zieht es sehr schön, auch wenn du das neueste System hast. Das zieht extrem, wenn du alles hast. Ich habe jetzt zwar kein 4K, aber die besten Settings ausgewählt. Und hier auch tatsächlich Ballons, Leute. Ja, Ballons sind als ganz normales Item wieder zurück. In 10er-Packs könnt ihr auf der Karte, in Kisten, überall in Drops und überall finden. Und ein Ballon, denkt dran, lässt euch auch fliegen. 2 Ballons lässt euch noch ein Stück höher fliegen. Ihr könnt sie auch wieder abmachen. Und wenn ihr 3 Ballons habt, Leute, fliegt ihr directly hoch, kommt ihr gar nicht mehr auf. Würde ich euch nicht raten. Wenn ihr abgeschossen werdet, werdet ihr dann natürlich an Falldamage sterben. Aber Ballons sind auch natürlich zur Feier vom Fortnite-Geburtstag auch wieder tatsächlich zurück.
So, dann... Oh, guck mal, die haben ihren Dino mitgenommen. Oh, wollt ihr den Fortnite wohl zum Geburtstag schenken? Eieiei, wie oft ich das jetzt heute schon gesagt habe, solche Geburtstag-Jokes. Aber nichtsdestotrotz werde ich euch einmal wegknallen. Genauso wie dich, Dino. Sorry, du musst aber auch dran glauben. Es ist unglaublich. Schaut es euch an. Schaut einfach in den Himmel. Och, ich werde die ganze Zeit genervt. Jetzt ist auch meine Güte hier irgendwo ein Gegner, der hier schimmelt. Einmal hier hinterm Baum. Heute ist der Geburtstag. Chill deine Lage. Danke für dein Loot. Aber auf Nimmerwiedersehen. Wow. Grafikqualität. Wow. Es ist wow. Einfach nur geisteskrank, wie hübsch das Spiel aussieht. Freunde, es sind auch mit dem Geburtstag ein paar neue Perks da. Und zwar genau diese drei neuen Perks. Einmal Bloodhunter, also Bluthund. Ne, kennt ihr, ist schon immer da gewesen, seitdem es die Perks gibt. Ist es das ab und zu mal da. Dann den Jump Balloon, gain a Ballon when you jump. Also du kriegst, wenn du hüpfst, einen Ballon. Das bedeutet, du hast das Perk, du hüpfst einmal, kriegst du einen Ballon. Und einmal Shell Slide, du kriegst tatsächlich Shotgun-Munition, wenn du slidest. Diese drei Perks sind jetzt auch mit dem Content-Update zum Fortnite-Geburtstag, zum 6-jährigen Geburtstag ins Game zurückgekehrt. Auch hier im Brutal-Westchen, Freunde, findet ihr ganz genau hier unten Ballons natürlich, aber auch den Geburtstagskuchen mit den ganzen Geburtstagsstücken, ne? Überall könnt ihr den finden. So, hier, er macht wieder Stress einmal. Komm mal her. Die Schmerle will dich. Einmal einen habe ich schon genockt, aber... Der müsste hier drüben irgendwo um die Ecke sein, sein Mate zumindest. Da, guck mal, da unten kracht es komplett. Einmal hier, jetzt kommt er noch zu mir hoch. Er kommt mir halt einfach in die Hände. Wie lieb er es. Danke. Aber eine Sache fehlt noch, und zwar, Freunde, das Geschenk. Ne, das Geschenk, wo wir verschiedenste Sachen rausfinden können, möchte ich auf jeden Fall noch einmal im Video finden. Aber so wie es aussieht, werden wir eine neue Runde starten müssen, um das Geschenk zu finden. Wird halt wahrscheinlich sehr, sehr selten sein, wieder in, keine Ahnung, Lootjobs oder so. Oder hier, vielleicht habe ich Glück und krieg es noch hier von einem Gegner, aber um ehrlich zu sein, muss ich sagen, ich bezweifle das, dass hier mir so ein Gegner das noch droppt. Einmal so, GG Snowbelt liebe ich halt einfach, ohne diese ganzen Schwitzer. Dann holen wir hier unten auf jeden Fall auch noch die Gegner und nehmen natürlich den Win mit. Einmal Dead, dann kommt hier jetzt noch jemand wieder in meine Arme. Hey, ist heute Hackt auf eine Tür? GG's. Und die letzten zwei werden irgendwo anders sein. Und zwar einmal genau dort, hier. Minus 105, ey, das ist das... Also das ist auch... Habe ich so oft schon gesagt, aber dieses Gewehr, ne? Dieses Gewehr ist so krass. Wir legen jetzt mal die Minis weg. Nimm mal unseren Ballon und guck mal, wer da unten ist. Wir werden noch einen Ballon nehmen. Let's go. Und können dann... Nein, wir können sogar scopen. Ey, okay, das ist cool. Dann können wir einen Ballon wegmachen. Das ist ja krass. Vor allem bei Ennobled. Bitte schieß mich nicht ab. Das ist cool. Ah, dann sollte man schon treffen. Jetzt habe ich mich komplett losgelassen. Ich nehme aber... Hier, ich lasse mich abrellen. So, ja, so müsste es klappen. Und es klappt, Freunde. So und nicht anders. So, Ballons weg. Bam, bam. Und das war's mit dir. Komm. Gewesen. GG's. Nächste Runde zum Geschenk. Und so, Freunde, auch hier schon mal den Tortenschläger ausrüsten, ne? Wir haben natürlich Aufgaben gemacht. Wir werden direkt in die nächste Runde reinhüpfen. So sieht die Spitzhacke in-game aus, ne? Der Geburtstagskuchen, wenn ihr damit was abschlagt. So, die hat keinen besonderen Sound, aber ist natürlich so die Geburtstagsspitzhacke. Wie aus jedem Jahr, dann seht ihr einmal auch mein Backbling mit der 1 drauf. Das war in Season 5, Chapter 1, ne, der erste Fortnite-Geburtstag. Aber die Musik im Battlebus immer beim Geburtstag. Ach, ich lieb's. Ich muss sagen, ich lieb's. Also das macht Fortnite immer gut. Die Musik ist so nostalgisch. Echt cool. Und Freunde, hier das Geschenk gefunden. Geburtstagsgeschenk, ne, werden wir einmal nehmen. Hat natürlich auch diesen kleinen Touch vom Geburtstagsland. Auch hier in Slappy Shores gibt es den Kuchen mit Kuchenstücken, ne. Also, wie gesagt, überall. Jetzt werden wir das Geburtstagsgeschenk mal werfen. Und was werden wir da drin finden? Ja, viel, viel Loot, aber irgendwie keine Waffe, ne. Wir haben Minis, eine ganze Pizza, zwei Biggies und so weiter und so fort. Aber, so wie es aussieht, ja, keine Waffe. Naja, alles außer eine Waffe nehme ich mit. Also was hier das Heal angeht in dem Ding, ist ja sehr, sehr krass. Ich denke, wir werden auch solche Dinge haben, ne? Also Geschenke, wo wir tatsächlich Waffen drin haben. Hier haben wir jetzt irgendwie nur Heal drin. Weiß ich nicht warum, aber Leute, das war es im Großen und Ganzen gewesen. Die Schönheit von Fortnite im Hintergrund, das komplette Geburtstagsupdate habe ich euch runtergerattert. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine positive Bewertung da. Das war's schon gewesen. Haut rein, euer Schmerle und ciao.